diesem Video geht es um den Erfolg, die Trophäe, der Mechanomant. Gehe dazu in die dritte Welt. Solltest du sie nicht freigeschaltet haben, schau in die Videobeschreibung und in den Kommentarbereich. Dort findest du ein Video und dann gehst du hier einfach mal nach links. Hier die Leiter hoch, dann springst du hier nach rechts, hier nochmal hoch und hier rein. Solltest du diese Abkürzung nicht haben, schau dir das Video mit dem Farming von Mosphyrium Stufe 3 an. Dort wird erklärt, wie du diesen Bereich freischaltest. Und außerdem erfährst du dann auch noch, wo du Mosphyrium Stufe 3 farmen kannst. Das ist auch sehr, sehr wichtig für die Upgrades. Das Video ist auch ebenfalls in der Videobeschreibung und angepinnt im Kommentarbereich. Bei mir ist dieser Mechanomant schon ja hier gleich zu sehen. Ich bin aber weiter im Spiel, bei dir wird er hier nicht sein. Springe dann hier hoch. Gehe ich hier einfach hoch. Hier ist noch ein grüner Ritter, ganz schön abfarmen. Da gibt er die schuldlosen Splitter, droppt auch Mosphyrium Stufe 1 bis 3. Der ist wirklich nice. So, da haben wir unsere Doppelmosphyrium und den Splitter. Nehmen wir gerne mit. Das Klamperizeig. So, hier ist noch ein Schmuckosaurig. Ui, oh, gefährlich. Ui. Ui, der ist aber gefährlich, ey. Oh, sorry, Bro. So, nochmal schön Splitter mitgenommen. Dann gehst du hier gleich runter einfach. Aktivierst deinen Luminastein. Zack, zack und zack. Und dann hast du hier die Runen von dem Mechanomant. Und wenn du sie aktivierst, führt dich sein Geist zu ihm. Du musst ihn dann immer wieder schlagen, verfolgen, bis du zu dem finalen Bosskampf kommst. Wenn du ihn dann besiegt hast, bekommst du den Erfolg. Schau dich am Kanal um, dort sind noch weitere Tipps und ganz viele Videos zu Elden Ring.